So, liebe Zuschauer, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yoshi's Woolly World. Wir sind wieder hier in Folge. Lasst mich überlegen, es kam jetzt lange keine, ich glaube, es ist Folge 12. Das ist schon die erste Folge, die jetzt für die Gamescom kommt, und zwar direkt am Montag, wo ich gerade losfahre zu Tim Bolino, und am Mittwoch geht die Gamescom los, geil. Leute, ich habe jetzt die noch nicht kompiert, hatte ich irgendwie keine Lust und keine Zeit zu, aber ich habe hier die Wolle gefunden und die hole ich jetzt mit euch. Let's go! Das war voll unfair. Ohne Witz, das war richtig mies, Alter. Das ist eine der miesesten, verstecksten Wolken bis jetzt gewesen. Da kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, dass die Leute so ein bisschen nicht den Schwierigkeitsgrad an sich kritisiert haben, sondern die kritisiert haben, dass einige Wolken einfach mal way too heavy versteckt sind. Das ist wie Ostern mal 3. Richtig heavy, aber ich zeig's euch, Leute. Zuerst mal wieder an Steuerung gewöhnen hier. Sprengen, Eier schießen, ja, okay. Okay, geht durch. Wie Butter durchs Ölgebiet. Was laber ich für Scheiße? Ist egal. Scheiß doch drauf. So, es war übrigens entgegen meiner Vermutung nicht so weit am Anfang, wie ich vermutet habe. So, ich nehme natürlich gleich die Herzen am besten mit. Wenn ich schon dabei bin, kann man ja mal machen. Ich muss ja jetzt hier nicht groß Stuff einsammeln. Flame burned am Ass. Flame. Hier war nur ein bisschen Stuff. Alles relativ langweilig. Oh, da hätte ich mich fast verbrannt. Nee, die eigentliche Herausforderung, nee, liegt hier auch noch nicht. Oh. Sterne! Stehen der Sterne, Ding. Oh, du Arschloch. Yay! Und da ist es. Es tut sich etwas auf, etwas Großes. So. Die eigentliche miese Petrigkeit liegt nämlich hier. Ja, auf der unteren Seite hier. Ich werde es hier durchwaschen so ein bisschen. Putz. Und zwar, passt auf, jetzt kommt der mega unfaire Ultrascheiß. An dieser Stelle springt man nicht. Und entdeckt hier eine Blume. Ja, wie ich das entdeckt habe, das war mega random. Ich bin einfach danach in den Tod gestürzt. Ich bin hier fail gesprungen und bin dann hier in den Tod gestürzt und dabei ist die Wolke aufgeploppt. Ich dachte mir so, das kennst du aber noch nicht. Ja, und so war es auch. Ich hab's gefunden und ich dachte mir so, what the fuck. Es war mega random, Leute. Ich muss jetzt tatsächlich einmal online suchen, aber das kommt bestimmt noch. Aber ihr habt mir gesagt, das muss gar nicht sein. Ich kann das stehen lassen und krieg später Sticker, die mir alle Secrets offenbaren. Das ist natürlich auch ganz geil, da bin ich natürlich auch dabei. Ja, hier geht der Scheiß wieder los. Ja, das war dämlich. Ein Schlüssel, ja, Mann, geil. Ja, ich habe fest damit gerechnet, dass es noch vor der Stelle kommt, wo man hier in diesen Split Room geht. Da habe ich wohl falsch gedacht. Nein, ich will nicht abkratzen. Nein, ich will nicht abkratzen. Sagt euch, wenn ich abkratzen. Raus hier, sagen wir leider mal nach oben. Denn wir brauchen jetzt natürlich noch trotzdem wieder alle vier Schlüssel. Ups. Ha, weggeburnt. Sternis? Ja, geil. Voll. So. Ich will nämlich natürlich gleich die Sternchen schon komplettieren, wenn ich schon mal hier bin. Das ist doch am einfachsten. Oh ja. Komm, geh an. So geht's auch. So geht es auch. Ist auch okay. Ach, die gehen nach einer Weile einfach aus. Ach du Scheiße. Und dann springen wir. Ja, hüpf, 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 hüpf. Und damit ist es an. Die gehen langsam aus. Jetzt nicht mehr, oder? Ja, doch. Oder? Ach, ist ja egal. Ist ja wurscht. Ja, auf jeden Fall gingen sie eben aus. Putz. Ja, da war hier das Secret. Das brauche ich alles nicht mehr. Feuer. Feuer ist nicht gut für Ashiyoshi. Für Ashiyoshi. La 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 la. Chuck, chuck. So, zwei fehlen noch.
2 keys to go. Jetzt schon der Scheiß, ich erinnere mich. Ui, so. Sternis! Ding, 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 Geld. So, ich hab mir übrigens gesagt, es gibt keinen, Button, Money-Hit bei 100.000. Das ist beruhigend zu wissen. Weggeburnt. So, ich bin ein bisschen ruhig heute. Wie gesagt, ich ist jetzt auch schon spät. Ich muss gleich ins Bettchen, Leute. Aber vorher muss ich noch Yoshi-Aufnahmen für die Gamescom-Zeit machen. Ja, das war das letzte Projekt, was ich mir vorgenommen habe. Weil es eigentlich das am schwersten aufzunehmen ist. Mit immer Aufnahme und ihr wisst schon, Hardware-spezifisch. Und ihr wisst schon, das ist Wii U halt, ne? Da braucht ein bisschen Leistung schon mal. Ein Moment. So, Uploads laufen alle schon. Ich hoffe, ich kriege überall alle Texte. Vielleicht editiere ich die auch erst in der Woche danach, Leute. Sollte es so sein, tut es mir leid, wenn ich jetzt nicht sofort alle Texte editiert bekomme. Ihr wisst schon, also im Sinne von, ja, das und das ist in der Folge passiert und so. Ich denke mal, das werde ich alles nicht sofort machen können und einfach nach der Gamescom dann machen. Das wird wesentlich angenehmer für mich und auch für euch sein, denke ich. So, ich muss bloß noch mit Sternen jetzt durchkommen. Sieht ja aktuell gut aus. Ich würde sagen, so war das. Denn so. Und dann nochmal so. Jawohl. Very good. Gib mir den Schlüssel. Na, kommst du her, du Penner? Danke. Ding, ding. So, damit können wir zwei weitere Keys open. Keyholes. Schlüsselschwert. Was? Zora? Kinemals? Was egal. Boah. Da habe ich fast reingelaufen. Das wäre ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm. Ein bisschen sehr dumm. Das wäre echt fail. Oh Mann. Nein, bitte nicht. Chuck, chuck und. Let's go, oh Mann. Ich will nur weiter nach oben, denn ich bin schon ready in dieser Welt. Ja, hier war noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen kacki Stuff. Ja, komm, alles nutzlos. Ich will nur weiter in dieser Welt und dann zum Boss. War das die Tür hier? Welche Tür hat mich weiter nach oben geführt? Ich weiß es nicht mehr, echt nicht mehr. Ich guck mal ganz kurz rein. Ja, die war's. So, dann gib mal ein paar Eier. 3 Stück habe ich noch. So. Wie gesagt, ich brauche den ganzen Stuff jetzt hier nicht wirklich. Ich habe ja meine Juwelen alle voll hier. Aber wir können euch noch ein bisschen Geld sammeln. Geld ist immer gut. Geld is always where we good. Und ting, 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 ting. Und Traps. Fail at life, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen. Ja, ja, doch. Kommt schon. Kommt hin, so ein bisschen Fail at life. Ja, komm, hier nochmal richtig viel Geld abgesackt. Na du, Penner. Tschüss, du Fledermaus. Ah, way too sweet. Bling, 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 Geld geil. Stimmt, das ging ja noch weiter. Oh ja, Arschgeigen. Geld. Geld. Oh mein Gott, Geld. Geld ist very good. So, nein, ich springe jetzt nicht. Ich warte schön, bis ich hier rüberlaufen kann. Ganz entspannt ins Siegfinale hinein. Hier war noch eine Wolke, ne? Ja, genau. Voll fies. Richtig mies. So, dann haben wir 7.000 und 200. Fehlt nicht mehr viel, bis wir unseren 100.000er breaken. Komm, das mache ich jetzt noch hier. Traps. Oh, fail. Ich bin zu spät gesprungen. Miau! Yoshi freut sich. Dann bin ich zufrieden. Wenn Yoshi sich freut, bin ich auch zufrieden. Schnups, schnups. So, komm, reicht dir. Komm, ja, weiter. Los. Hopp. Ching, ching. Level complete. 100%. Very good. Zeit für Boss-Level, Leute.
So, wann habe ich angefangen? 22 oder 23? Was? Wir sind schon wieder bei 20 Minuten? Nee. Wir sind niemals schon wieder bei 20 Minuten. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Nee, 32 haben wir angefangen. Ich bin um eine Zahl verrutscht hier bei mir. Du, ich bin seit 10 Minuten unterwegs. Oh, wer ist der denn? Skelett Yoshi. Das sieht gar nicht aus wie ein Skelett. Aber er ist süß, er hat ein weißes Schnupsface. Komm. Ah, changing, Yoshi, schnupsen. So, Leute, auf in Welt 2. Ach, die mache ich jetzt noch. Scheiß drauf, der Hund. Scheiß doch der Schnuffel drauf. Let's go, ist voll geil. Swiss, swiss, swiss. Und die weiße Kugel stupt sich hinein. Der nächste Bossgegner erwartet uns. Wurstelschloss. Heißt der wirklich Wurstels? Wurstel. Ey, du bist der Wurstel. Das ist durch ihr Geld. Das ist doch ein spezifischer Akzent hier. Oh, der ist schnupsig. Guckt ihn euch an. Oh, schnupsen. Ja, oh, die Animation ist so süß. Ich liebe es immer noch. Ich kann immer noch nicht aufhören, davon zu schwärmen. Gib mir Wolle, Kugeln. Oh Gott, wie tief geht das hier? Okay, nicht tief genug. Ah, okay. Alles akzeptabel noch? Alles way in order? Ja? Okay. Geht's hier oben irgendwo hin? Das ist ein bisschen Troll hier, weiß man ja nie, ne? Aber sieht gut aus. Na, wir müssen jetzt ja wieder alles checken, das darf ich nicht vergessen. Swoop! Auf ihr Schlitz den Hosenstall. Bei der werden Lady da links. Nein! Alles cool, Leute. Alles cool. Oh Gott, lass mich raten. Ach nee, das sinkt gar nicht ein. Das steigt auf. Das finde ich aber sympathisch. Sinkt aber bestimmt auch gleich wieder ab, wie ich es kenne, ja. Hm. Okay, hier kann man schon auch jede Menge Bullshit verstecken. Einfach, indem man hier so, jetzt hier drunter, ach guck mal da zum Beispiel, geht's schon los. Ja, da geht's schon los. Ja, ich fliege nochmal durch die random durch die Gegend. Muss ja auch mal sein, ne? Random durch die Gegend fliegen kennt man ja. Na, gerade im Sommer zur Urlaubszeit random durch die Gegend. Ich würde sagen, da haben wir unseren Bossgegner. Okay, der wäre down. Der war aber weird. Und ein brennendes Todesschnuffel. Tot. Egal. Und nein. Putz. Und ein Schlüssel. Und ein weiteres Päckchen. Und einen Stempel gab es dafür auch gleich noch dazu. Geil. So, die Frage ist... Ein brennender Reißverschluss. Geil. Der damagt mich bestimmt, wenn ich vorbeikomme, oder? Ich möchte es eigentlich nicht ausprobieren. So, ich denke, das ist ein Bonusraum. Deswegen gehe ich hier erstmal rein. Denn es geht noch nach rechts weiter. Aber erstmal... aufpassen hier. Ja, geil. So, jetzt werde ich aber nochmal schnell mal hier durchfliegen. Einfach so ein bisschen zum Abchecken, was hier so abcheckbar ist. Sieht aber alles gut aus. Habe ich da alles gefunden? Yeah, geil. Alles gefunden. Oh, noch eine Wallekugel mitgenommen und hier mal lang gejumpt. Der Junge hat Probleme. Oh, und die Wolle dort hat auch Probleme. Die kriege ich noch. Die kriege ich noch. Yoshi, komm schon. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. So, hier ist nichts mehr. Nicht hier irgendwo noch eine fiese, versteckte Kaki-Wolke. Irgendwo hier eine ganz miese. Nee, alles cool. Ja, man wird so ein bisschen... Oh, das macht auf jeden Fall Damage. Sonst wäre das hier nicht so derart auffällig. Aha. Herzchen. Oh. Ging das gerade hoch und da unten war eine Plattform? Ja, okay. Oh, und. Blumschon Nummer 2. Wie sieht's aus? Okay, 2, 2, 6. Das sieht gut aus. Volle Sterne. Sieht auch sehr gut aus. Feuerreißverschlüsse. Spielentwickler, please. Ach, guck mal, da kommt er wieder durchgewetzt, der Feuerfanghaken hier. Alter, voll evil. Ja, na klar. Wie soll das denn gehen? Ach, ich wollte gerade schon sagen.
Then it's possible. Okay, das macht mehr Sinn. So. Dann einmal weitergesprungen hier. Der brennende Reißverschluss des Todes. Ja. Ja, an alle notgeilen Männer hier, die da anfassen. Ja, da verbrennt man sich die Finger. Oha. Ein Jumping Ball. Und Traps, und Traps. Geil. Da sind zwei Stempels dabei gewesen. Und vielleicht sogar noch einer. Nee. Ob es hier noch mehr gab, ist natürlich die nächste Frage. Aber ich denke nicht. Ach du Kacke. Hm. Okay, jetzt. Ab. Ist da irgendwas Verdächtiges gewesen? Ich glaube nicht. Aus irgendeinem Grund macht mich aber die lose Hose da irgendwie ein bisschen skeptisch hier. Ich meine, warum ist da ein Loch drin? Wenn ich hier stehen bleibe, kommt denn da was? Nö. Nix. Absolut gar nichts. Ein paar Herzen. Ein paar Herzen kann ich verschmerzen, denn ich bin voll. Ausnahmsweise mal. Yoshi schnupsen. Oh mein Gott. Nicht so sweet. Kann jemand hier. Komm, Yoshi, du schaffst es. Ach so, da kommt ja echt weit runter. Cheaten. So, ist hier oben irgendwas? Ich fahr nochmal nach oben. Vielleicht ist ja hier oben was? Nö, sieht aber gut aus. Hilfe. Warum sind da so eine Lücken drin? Kann man da einfach reinlaufen von der rechten Seite aus? Es ist ja nicht unmöglich, ne? Okay, dann werde ich mal versuchen. Reinlaufen. Hier ist eine Wolke. Wie fies. Ich habe bestimmt eh was verpasst. Ich kenne mich da jetzt schon. Nee, der sinkt. Nee, der sinkt nicht tief genug ab. Okay. Dann ist easy GG. Flop. Und zack. Und jawoll. Hui. Hier muss man echt aufpassen. Okay. Geht aber alles noch, aber ist alles sehr in Lava nah hier unten. Ich glaube, diese Löcher sind nur da. Was ist hier unten noch? Ich glaube, diese Löcher sind nur da, wo Reißverschlüsse durchwetzen. Oh, knapp. Kein bisschen. Überhaupt nicht. Not even close. Home up. Warte mal, leicht. Was zum... Achso, wartet. Nein, halt. Erst. Das geht. Cool. Mann, verdammt. Nein. Okay, so kann man auch seine Eier verschwenden. Auf gesunde Art und... Alter, ist das gemein. Hättet ihr das gesehen? Ja doch, das sieht man schon. Ihr habt recht. Ihr habt recht, man sieht es. Oh, Mist. Nein. Nicht wieder kurz vorher, ne? Naja, gut, nee, ist noch ein bisschen. Aber wie soll ich denn noch? Gott, hoffe ich, Gott sei Dank habe ich noch Wolle, Alter. Ich bin wieder voll. Da oben ist bestimmt noch mehr. Aha! Ich hab's gewusst. Ist doch nicht umsonst hier. Way too auffällig. Okay, rechts ist aber nichts mehr. Denn weiter im Text. So, Leute, wir sind jetzt gleich schon wieder beim Ende angelangt. Aber ist mir egal. Ich will zocken. Außerdem habe ich ja nachzuholen, dass ich das Level schon kannte. Na, für Fails muss man gerade stehen. Sonst sind die Fans bald weg. Sie sind weg. Nein! Schnuffel, gib mir Eier. Okay, ist ein Eierspender. Dann kriegst du erstmal den aufs Maul. Ding, ding. Aufpassen. Ja, und dann wollen wir den hier machen. So, okay, reicht ja. So, dann schnell. Nein. Oh, oh. Ach nee, okay. Geht nicht bahnen, das Zeug. Na, man hätte es ja vermuten können, dass es bahnen geht. Das wäre eigentlich schon wieder ein klassisches Spiel gewesen. So, ein paar Eier wieder. Putz, voll an den Kopf geschossen, Alter. Autsch, das war gemein. Ich bin automatisch gesprungen, das wollte ich gar nicht. Das war ja mal wieder mal richtig mies, oh Mann. Ich habe aber das Gefühl, da unten ist noch was. Nein, komm. Hier ist nichts. Ist echt nichts. Okay. Denn ist da nichts, dann muss ich damit leben, dass da nichts ist.
So, da gibt's gleich einen doppelten Reißverschluss. Alter, ist das mies. Oh, fuck. Well, fuck you too. Oh. Nein, es ist die fünfte. Scheiße. Verdammt. Kann man das schlucken, was er da abschießt? Ah, das ist als Wolle haltbar. Sag ich mal. Verdammt, ich habe die vierte Blume vergessen. Wo? Hier unten irgendwo mal. Hier irgendwo ein Blümchen. Ich bin schon wieder verpasst. Ich habe das Gefühl, sie haben auch darauf geachtet, einem erst zu sagen, okay, du hast Blume Nummer so und so vergessen, wenn du schon zu weit bist, um sie noch zu holen, indem du zurückgehst. Das ist echt mies. Intelligent, aber mies. Quivel. Haha. Oh, guck mal hier. Herzen. Herzen sind very good. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Ich krieg bloß den Stein. Schaffen tue ich das aber nicht. Na? Danke. So. Alle Stempels. Aha. Wie gemein. Zapputz. Und Wolle Nummer 5. Okay, ein Blümchen hat's wieder erwischt. Ja, dann habe ich eh schon alles vergessen. Dann kann ich auch weitergehen. Babam, bibum, bibu. Obwohl, wenn ich meinen Stern aber halte, muss ich hier bloß wegen der Wolle rein und kann zur Not auch gedamaged werden. Das ist ja auch ganz sympathisch. Da gibt's bestimmt nochmal extra Sterne, nehme ich mal an. Und noch was Verstecktes hier oder so. Nope. Okay, dann rein in den Boss, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Der Boss. Wurstel. Warum heißt der Wurstel? Und du bist eine Wurstel. Überspringen? Nee, ist doch süß. Ah, schnupp, schnupp. Ja, es ist so ein, echt so ein Hund. Du brennst wohl für eine Abreibung, was? Ja, genau für diesen Zweck habe ich hier mit heißer Nadel etwas gestrickt. Jemand hat mir übrigens erzählt, dass sein Stab eigentlich eine Stricknadel oder eine Nähnadel ist. Oh oh, er spuckt gleich Feuer. Oh oh. Verdammt. Ja. Aha. Ah, verstehe. Oh oh. Ich hab mich treffen lassen, Leute. Es war schlecht. Oh! Flamethrower! No way, bro. You won't hit me. Oh, verdammt. Noch brennt er, noch kann ich ihn nicht schlagen. Griff! Ein Putz! Jawohl. Oh Gott, jetzt kommt er wieder mit seinem Flamethrower, Alter. Los, komm schon! Not hard enough, bro. Du Flammenwerfer. Nee, mal springe ich mal. Manchmal bringt's einem was.
Oh. Oh, verdammt. Oh. Nein! Hahaha. Und. Putz! We did it! Yeah, wir haben es gedillet, Leute. Ja, Schnupsen. Oh, ich hab mich einmal treffen lassen, doof. Ich wusste halt nicht, was er macht. Zielt er genau auf mich und dann habe ich einfach gestanden und nichts getan. Ja, aber nicht komplett, leider. Das ist echt schwer, hier auf Anhieb alles komplett zu machen, ohne Witz. Habt ihr irgendwas gesehen, was ich übersehen habe? Dann könnt ihr es mir gerne in die Comments posten, auf jeden Fall. Außer ihr habt es schon gespielt und wisst es. Nee, nur die wirklich was gesehen haben. Okay, die es kennen, haben was gesehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Dumbeam. Du hast einen neuen Trick-Anstecker erhalten. Das sieht nach Herzen aus. Sieht gut aus. Den werde ich bestimmt öfters benutzen. So, jetzt gibt es bestimmt Lava-Yoshi. Ja, das war Lava-Yoshi. Ja, nee, Hotdog. Ein Hotdog-Yoshi. Oh. Ja, scheiße, Mann. Dieser blöde Saftsack. Oh, oh, da sind Kekse und Süßigkeiten. Oh, geil. Okay, wir nehmen auf jeden Fall erstmal jetzt die Mission in Auftrag, hier die letzte Blume zu finden und die Level komplett zu machen, denn wir haben das Bonus-Level dadurch nicht erhalten. Es fehlte uns diese eine verkackte Blume. Ja, was soll ich machen? Leute, ich muss offscreen suchen. Was lässt sich nicht machen? Wir sehen uns im nächsten Part. Ich werde dann ganz kurz das Level schon starten und euch nur die Blume zeigen und dennoch das Level offscreen beenden. Ich werde euch nur zeigen, wo die Blume ist, weil ich habe gemerkt, das dauert viel zu lange. Ich zeige euch nur, wo die Blume ist, macht den wieder aus und dann geht's wieder im nächsten Level weiter. Und die Level werde ich da auch mal komplettieren, ja? Weil das ist der letzte Part, den ich hier vor der Gamescom mache. Obwohl, eigentlich wäre es mir da lieber, ich spare Zeit. Aber ich will das Bonus-Level machen. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder nach einem schnellen Offscreen-Gesuche. Also, bis gleich! Und, nee, Moment, halt, stopp. Bis zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein, tschüss, ich aufs Gehirn. Ciao! Und dann bis gleich.